Hallihalli und herzlich willkommen zu einem DIY Christmas Watercolor Video. Ja, es soll nämlich in den nächsten Wochen vor Weihnachten von mir jeweils immer ein Christmas DIY, also jede Woche ein neues Video zum Thema Weihnachten herauskommen. Und das hier ist im Prinzip dieses erste Video Wall Art mit Goldeffekt. Wir werden zwei Projekte da machen, zwei verschiedene Looks im Prinzip. Ein helles und ein dunkles Wall Art, das wir dann zu Weihnachten verschenken können. Hier wird es, was das Motiv angeht, tatsächlich noch gar nicht so weihnachtlich, weil ich persönlich tatsächlich zum Verschenken, auch wenn es für Weihnachten ist, finde ich es immer ganz toll, wenn es nicht so saisonal an irgendwas behaftet ist quasi. Das heißt, man kann es wirklich das ganze Jahr über irgendwo hängen lassen. Das war einfach meine Intention dabei. Aber wir können das natürlich jetzt kurz vor Weihnachten einfach nutzen, um dann für unsere Lieben einfach was Schönes zu zaubern. Und hierfür brauchen wir für das erste Projekt tatsächlich Aquarellfarbe. Ich nehme die von Schminke, die Horadam Aquarell. Wir brauchen Wasser dazu, dann Aquarellpapier. Da habe ich hier von Hahnemühle das Expression, das ist 100% Baumwolle, das finde ich ganz nett. So für Kunstwerke zum Verschenken finde ich ein ganz tolles Papier. Dann, wir brauchen natürlich Pinsel auf jeden Fall. Ich habe jetzt hier einen 2er, 4er und einen 8er Pinsel von Da Vinci, von der Nova Synthetik Reihe mir ausgesucht. Und dann noch einen, so einen traditionell französischen Aquarellpinsel von Bösner. Wir brauchen einen Bleistift und einen Radiergummi. Und dann habe ich hier noch so ein Magic Art Kleber tatsächlich. Der hat hier so eine Tülle. So ein. Und dann gibt es ja noch so einen Quickie Glue Stift tatsächlich. Den könnt ihr natürlich äquivalent dafür benutzen, wenn ihr den zu Hause habt. Oder hier diesen Magic Art Kleber und so eine Transferfolie. Hier so eine goldene. Meine ist hier von Paper Poetry. Dann können wir nämlich danach, wenn wir die Illustration fertig haben und das Lettering fertig, wenn alles getrocknet ist, machen wir dann hier noch so coole Goldeffekte drauf. Die packe ich aber erstmal beiseite, denn wir wollen ja zuerst einmal unsere Illustration malen. Und zwar werden wir oben und unten unsere Illustration platzieren und in der Mitte dann im Prinzip noch ein Lettering reinmachen. Achso, noch ganz kurz tatsächlich. Ich werde hier speziell die Materialien benennen, damit ihr wirklich zu dem Ergebnis kommt, zu dem ich auch komme hier bei diesen DIY-Videos. Das heißt, ich habe in der Regel fast alles selbst gekauft. Wenn irgendein Material dabei ist, wenn es ein PR-Sample ist oder so, dann werde ich das auf jeden Fall in der YouTube-Beschreibung mit einbauen. Dann seht ihr das auch ganz transparent. Aber ansonsten hier habe ich jetzt tatsächlich alles selber gekauft. Wir brauchen nämlich für unsere Projekte eine Technik, und zwar Blätter malen. Die brauchen wir für beide Projekte. Da möchte ich euch hier einmal gerne zeigen, wie wir das machen, damit ihr da auch sehr gut hinterherkommt. Zuallererst werde ich mir hier eine grüne Farbe aussuchen. Wichtig ist, dass der Pinsel ganz komplett in Farbe und Wasser eingetaucht ist tatsächlich. Es gibt hier einige, die nur so ein bisschen detaillierter malen und dann nur so die Spitze eintauchen in Farbe. Das solltet ihr auf jeden Fall nicht machen. Ich zeige es hier einmal an diesem französischen Pinsel, wie das bei mir aussieht. Und zwar zeige ich euch jetzt zwei Techniken. Hier, so zwei. Einmal, wir malen den Stiel, ja, setzen dann unsere volle Pinselfläche auf. Und dabei halte ich tatsächlich den Pinsel bzw. den Stiel im 90-Grad-Winkel zum Papier und ziehe ihn dann ganz leicht nach oben zu einer Spitze. Ja, hier, wenn wir ein bisschen langsamer arbeiten, dann läuft hier immer noch ein bisschen Farbe zurück. Das ist gar kein Problem. In der Regel geht das dann weg, wenn wir so ein bisschen schneller arbeiten. Ich habe das manchmal im Aquarellkurs, dass einige fragen, warum habe ich hier so Pfützenbildung bei den Blättern? Na, das liegt in der Regel daran, dass wir entweder zu nass tatsächlich arbeiten, was bei Blättern eher weniger der Fall ist, aber tatsächlich in der Regel meistens zu langsam. So, das ist die erste Blattart. Und die zweite Blattart, wir malen unseren Stiel. Denken uns eine Mittellinie und von dieser Mittellinie aus drücken wir einmal die Pinselfläche nach außen, kommen zur Mittellinie zurück zu einer Spitze und machen das gleiche auf der anderen Seite. So, ich zeige es jetzt noch einmal, ein bisschen schneller noch. Wir drücken es einmal nach außen, volle Pinselfläche, nach oben ziehen zur Spitze und zur anderen Seite nach oben ziehen zur Spitze. Und hier entsteht dann ziemlich cool, aber auch sehr unterschiedlich, ein weißer Strich.
der ist gewollt, der imitiert nämlich so unsere Blattnarbe und damit haben wir nämlich so coole Blätter. Ich zeig's einmal, wer so einen französischen Pinsel hier nicht zu Hause hat. Ich mag ihn einfach total gerne, weil der so eine tolle Spitzenbildung hat. Das heißt im Prinzip, das ist ein Rundpinsel, aber wir können hier mit der äußersten Spitze so ganz fein und ganz, ganz dünne Linien malen. Ja, deswegen Spitzenbildung. Hier bei der Nova Synthetik-Reihe, die halten extrem geil das Wasser. Die Aquarellpinsel sind wirklich top von Da Vinci. Allerdings ist die Spitzenbildung hier bei der Nova Synthetik-Reihe, finde ich, gerade für Blätter ganz okay. Aber es gibt halt einfach einige, die noch ein bisschen besser sind. Trotz alledem können wir hiermit natürlich auch toll Blätter malen. Ich mache es hier einmal vor. Wir machen unseren Stiel, drücken dann die volle Pinselfläche auf, wirklich damit sich die Haare müssen sich richtig nach außen spreizen und ziehen dann zu einer Spitze nach oben. Ich probiere es jetzt hier einmal nochmal, wenn das so aussieht, dann habt ihr zu wenig Wasser und zu wenig Farbe benutzt, wenn das hier so schlierig wird. Dann wirklich den Pinsel, das sehe ich einfach in Workshops auch sehr häufig, deswegen die Pinselfläche wirklich schön im Wasser und in den Pigmenten drin rumdrehen und dann können wir hier auch ganz toll unsere Blätter malen. Ja, das geht natürlich auch mit der Nova-Reihe. Hier allerdings die Spitzenbildung, die erfordert wirklich sehr viel Übung, weil die eine sehr runde Pinselspitze haben und mit denen ist es ein bisschen schwerer, wirklich ganz, ganz dünne Haarlinien zu malen. Hier ist mal im Vergleich. Das geht hier aber tatsächlich bei dem hier allerdings ganz gut. Deswegen das nur einmal so zum Vergleich. Und die beiden Techniken solltet ihr jetzt für beide Projekte tatsächlich beherrschen. Projekte, eine Technik, und zwar Blätter malen, die brauchen wir für beide Projekte. Dann möchte ich euch hier einmal gerne zeigen, wie wir das machen, damit ihr da auch sehr gut hinterherkommt. Gedacht habe ich mir für unsere helle Illustration, also für Projekt Nummer 1, dass wir Kristalle bzw. Diamanten, also das ist so ein Diamant-Look, aber die Kristalle, die wir hier malen, die sind halt eher, gehen die so nach oben, ne? Also eher so ein bisschen blockförmig tatsächlich. Die werden wir oben und unten platzieren, ungefähr bis zu dieser Höhe. Also sagen wir mal, wenn wir das Blatt vierteln würden, dann würden wir quasi ein Viertel oben und ein Viertel unten quasi mit Blättern und den Kristallen bemalen. Und dann haben wir in der Mitte tatsächlich noch Platz, um noch einen schönen Spruch zu schreiben. Das heißt, hier beginne ich einfach mal mit so geometrischen Formen. Die sind hier auch so ein bisschen abgehackt tatsächlich. Und dann hier oben haben wir dann in der Regel noch ein bisschen mehr geometrische Formen. Und die gehen dann ungefähr hier auf der Höhe, gehen die Formen dann so relativ gerade nach unten. Und hier sind die auch so ein bisschen schräger zum Teil, können die hier so rauskommen. Und ich schaue immer wieder, also ich habe dann hier zum Beispiel so Dreiecke oder auch trapezförmige Gebilde. Da kann ich hier so ein bisschen kreativ werden. Ich halte mich hier auch gar nicht an irgendeine Vorlage, sondern mache das hier auch so ein bisschen frei Schnauze quasi. So. Was die Farben unserer Kristalle betrifft, da werden wir uns quasi von einer Farbpalette, also ich werde so rosa, lila nehmen, da werde ich mir immer verschiedene Farbtöne einfach zusammenmixen. Und hier ist es auch wichtig, dass wir mit transparenten und mit sehr dunklen Farben arbeiten. Ach, tatsächlich, ich war wieder viel zu schnell, ja. Noch tatsächlich ein Tipp, den ich ja auch noch geben wollen würde oder das ich sowieso machen wollte, ist hier, dass ich tatsächlich einmal die Bleistiftstriche, die Graphitreste hier einmal so ein bisschen wegradiere. Nicht zu doll, dass ich meine Linien gar nicht mehr sehe, sondern nur so ein bisschen, dass ich, wenn ich mit transparenter Farbe arbeite, dann nicht mehr so sehr die Bleistiftstriche durchscheinen sehe. So, das mache ich hier noch einmal, bevor ich jetzt hier richtig losgelegt habe. Weiter geht's im Text. Ich male hier transparente und pigmentierte Flächen meiner Kristalle
aus tatsächlich und gebe auch innerhalb meine Flächen, also ich betrachte jede Fläche im Prinzip einzeln, die male ich einzeln aus und gebe dann auf meine Flächen so in der Nasse-Nass-Technik hier auch so dunklere Farben auch mal mit rein, so ein bisschen Farbverläufe und werde zwischen Lila und Rosatönen immer so ein bisschen wechseln. Wichtig ist, dass wir dann hier einen schönen Kontrast drin haben. Und da können wir dann im Prinzip die Flächen mit dem Viererpinsel oder dem Zweierpinsel dann ausmalen. Je nachdem, die kleineren Flächen, da macht sich der Zweierpinsel immer so ein bisschen besser. Ansonsten ist das hier auch immer eine sehr schöne Übung, weil sie irgendwie so gut entspannt, ne? Also da kann man mal so ein bisschen abschalten, wenn es hier wirklich nur so ans Ausmalen geht. Das Vorzeichnen ist immer noch so ein bisschen stressig, weil man dann immer so ein bisschen gucken muss, na, wie passt es jetzt? Alles auf mein Papier. Aber der Ausmalteil, das ist hier tatsächlich so unser der entspannte Teil. Ich habe meine Kristalle noch mit den Blättern, die wir ganz am Anfang geübt haben, verschönert. Ich habe hier zwei verschiedene Grüntöne verwendet und dann einfach nebeneinander relativ zackig gemalt. Man sieht hier, manchmal sind sie auch ineinander verlaufen. Das finde ich aber persönlich einen ganz coolen Look. Und dann habe ich am Ende noch ein Lettering, ein Pinsel-Lettering tatsächlich dazugegeben. Schön, dass es dich gibt. Einfach ganz nett. Ihr könnt natürlich hier den Spruch eurer Wahl einsetzen oder für Mutti schreiben zum Beispiel. Das geht natürlich auch. Wenn alles wirklich richtig gut ausgetrocknet ist, können wir uns an unseren Goldeffekt machen. Dafür brauchen wir natürlich dann hier den Kleber und unsere Goldfolie. Den Kleber werde ich hier mit der Spitze, die hat hier so eine Präzisionsspitze, mit der werde ich den Kleber jetzt auftragen und nur wirklich Akzente setzen einfach innerhalb meiner Illustration. Das heißt, ich werde jetzt hier nicht ganze Flächen Gold machen, sondern wirklich nur einzelne Stellen. Was ich tatsächlich ziemlich gut mache, das sind hier so die Querstreben meiner Kristalle einfach. Und das werde ich jetzt einfach mal machen, dass ich den Kleber hier an den Stellen im Prinzip auftrage, die zwischen meinen Flächen, die ich hier bemalt habe, liegen. Und ich muss gar nicht alle Stellen machen und mit Kleber benetzen, aber nur so ein paar. Einfach nur so ein paar Akzente reingeben. Und hier kann das natürlich dann auch jeder für sich selbst entscheiden, wie er das gerne machen möchte, wie das für einen selber gut aussieht. Bevor wir jetzt die Goldfolie auftragen können, tatsächlich müssen wir noch mal ganz geduldig warten, bis der Kleber einmal mal komplett durchgetrocknet ist. Man weiß, dass der Kleber gut ausgetrocknet ist, wenn er wirklich transparent geworden ist. Und erst dann können wir hier mit unserer Goldfolie arbeiten, mit dieser Transferfolie. Und was ich jetzt mache, ist tatsächlich, ich lege hier auf meinen Kleber diese Folie rauf. Also immer mit, also die glatte Seite nach oben und die matte Seite nach unten. Tippe hier einfach so ein bisschen an und ziehe sie dann einfach ab. Und hier unten drunter, hier kann man das sehen, ne, die matte Seite, das bleibt dann im Prinzip dran kleben und macht dann einfach weiter Stück für Stück.
damit ist unser erstes Projekt tatsächlich fertig. Wall Art mit Goldeffekten. Ich finde es total schön, einfach so diese Akzente, diese Goldakzente, und das macht einfach richtig was her, gerade für Weihnachten zum Verschenken. Wir gehen jetzt gleich über ins zweite Projekt und da werde ich auch erstmal einmal wieder anfangen mit der Materialliste. Für Projekt Nummer 2 verwende ich dieses coole schwarze Aquarellpapier. Das erste Projekt tatsächlich, was ich hier mit schwarzem Aquarellpapier mache. Dieses Papier ist ganz neu. Das ist von Royal Talents bzw. Van Gogh. Van Gogh ist ja eine Marke von Royal Talents und die haben hier so, das sind 12 Papiere. Ich kann euch auch noch die Grammzahl, sind 360 Gramm. Tatsächlich von dem Papier, steht auch nochmal in der Beschreibung auch drin. Ich habe das auch das erste Mal ausprobiert. Hier kann man das auch sehen, ne? Hier habe ich einmal die Pearl Colors und so goldene Farben getestet. So ein Projekt werden wir jetzt nämlich machen. Total cool. Und das sieht einfach nochmal ein bisschen edel aus und ist nochmal was ganz anderes. Wie gesagt, Farben, ihr könnt hier tatsächlich von Rico Design, gibt es hier so Pearl Colors. Die habe ich hier ausprobiert, die finde ich auch ganz nett. Das sind hier so die bunten Farben, da gibt es auch so Silber und Gold von. Hier das Gold und das Silber. Finde ich super nett auf jeden Fall. Auch mal was anderes. Ich werde für das Projekt aber hier die Feintech Farben verwenden. Und zwar das Luna Gold und das Inka Gold. Also die beiden Farben werde ich in unserem Projekt verwenden. Das könnt ihr natürlich nachmachen, wenn ihr die Feintech-Farben zu Hause habt. Wenn nicht, dann könnt ihr gerne hier die Pearl Colors auch einfach verwenden oder irgendwelche anderen goldenen Aquarellfarben, die ihr zu Hause habt. Ich würde wirklich empfehlen, auf einem Papier aber Probe zu malen, eure Farben, damit ihr schon mal seht, wie sich das einfach verhält, welche Farben ihr kombinieren wollt. Und dann brauchen wir ganz wichtig auf jeden Fall einen weißen Gel. Rollerstift, so ein Gelroller. Meiner ist von Sakura, der Jelly Roll, der ist total super, schön weiß auf jeden Fall. Hier kann man es auch sehen, ne? Hier habe ich ihn auch verwendet. Das ist dann quasi für unser Lettering ganz wichtig. Und wir brauchen einen 8er Pinsel, die anderen Pinsel können wir wegpacken aus dem vorigen Projekt. Wir brauchen diesmal nur den 8er Pinsel Nova Synthetik und wir brauchen auf jeden Fall einen Bleistift. Unsere erste Maßnahme ist, dass wir mit einem runden Gegenstand, den wir in unsere Mitte des Papiers legen, ihr könnt auch einfach einen Unterteller nehmen. Wichtig ist, dass wir hier noch Platz außen rum haben. Wir werden nämlich einen Blumenkranz malen. Den lege ich mir hier einmal in der Mitte und zeichne mit meinem Bleistift hier einmal einen Kreis. Für diejenigen, die sich jetzt denken, oh, mit dem Bleistift, das sieht man doch voll schwer, das stimmt. Ist aber gar nicht so schlimm. Ich habe das hier mal mit so einem Watercolor-weißen Pencil auch ausprobiert vorher, bevor ich jetzt das Video aufgenommen habe. Da hat sich aber irgendwie, es war einfach nicht schön. Ich habe es einfach, ich würde es jetzt nicht empfehlen. Ich habe es, wie gesagt, ausprobiert. Aber die Feintech-Farben und der Stift, die haben sich nicht so gut vertragen. Also man hat dann die nachgezeichnete Linie einfach gesehen, weil hier die Farbe, die Feintech-Farbe nicht gut aufgenommen wurde. Und da hat sich dann so ein nicht farbiger Rand drum gebildet. Also man hat es dann irgendwie gesehen. Deswegen, also wer es ausprobieren möchte, kann es einmal tun. Ich habe es getan und Feintech hat bei mir jedenfalls nicht in Verbindung mit dem Stift funktioniert, deswegen hier mit dem Bleistift. In der Regel scheint auch das Licht ganz gut drauf, dass man die Graphitstriche trotzdem ganz gut sehen kann. Und das ist ja für uns wichtig, dass man einfach so ein bisschen erahnen kann, wo der Kreis liegt. Wir wollen ja jetzt nicht ganz genau malen. Und wir wenden jetzt hier nämlich wieder unser Blattwissen im Prinzip an, was wir schon aus dem vorigen Projekt und ganz im Einstieg einmal geübt haben. Bevor es aber an die Blätter geht, malen wir erstmal noch drei Blüten. Zwei davon sind Rosen. Da beginne ich hier einfach irgendwo auf meinem Kreis. Ich beginne hier links oben. Ich male mir hier so den Mittelpunkt und gehe dann hier so schneckenförmig im Prinzip mit meinem Pinsel und meiner Farbe, setze dann immer mehr auf und gehe hier einmal so schneckenförmig drumherum, bis ich die Größe der Rose erreicht habe. Ja, wie es mir halt im Prinzip gefällt. Hier zwischendrin habe ich immer mal wieder freie Stellen gelassen. Das bringt so Struktur rein in meine Rose. Dann sieht es nicht aus wie so ein Farbhaufen im Prinzip nur. Und dann hier gegenüberliegend auch das Gleiche nochmal aus meinem Mittelpunkt heraus, so schneckenwellenförmig. Also ich rotiere den Pinsel und überhaupt nicht gerade, sondern immer hier mit so einem Schwung drin, dass es wirklich so ungleichmäßig aussieht. Das darf auch ruhig so aussehen, überhaupt gar kein Problem. Und daneben hier kommt von mir
eine Schlaufe, eine zweite Schlaufe aus einem gedachten Mittelpunkt, eine dritte Schlaufe und so eine vierte Schlaufe, die im Prinzip verdeckt ist. Das ist so eine vierblättrige Blüte, die da angrenzt. Und bevor ich mich jetzt hier an das Lunagold ranmache, werde ich mir jetzt hier aber noch ein paar Blätter malen. Jetzt muss ich hier einmal überlegen. Ich glaube, hier in die Richtung wäre ganz nett. Hier nehme ich die zweite Variante, die zweite Blattform, die ich euch hier gezeigt habe. Und die Blätter und Blüten dürfen natürlich auch innerhalb meines Kreises, also die sollten immer nach außen und nach innen quasi so gelegt, gemalt werden im Prinzip. Ich glaube, hier noch eins. Gut, dann geht es erstmal weiter mit dem Lunagold, damit ich hier wirklich auch noch eine zweite Goldfarbe mit reinbekomme. Die Farbe braucht mal ein bisschen länger zum Aktivieren. Diese Feintech-Farben, also da muss man wirklich, damit man schön viel Farbe, damit sie schön pigmentiert ist, das wollen wir gerade auf dem schwarzen Papier, sollte sie wirklich sehr pigmentiert sein, da müssen wir hier so ein bisschen mehr rühren, damit sie die Konsistenz tatsächlich so ein bisschen cremig sollte sie sein. Mache ich noch so einen Farn, einfach so mit abgerundeten Blättern, hier einfach so Schlaufen. Hier noch so ein bisschen verdeckt. So. Und jetzt geht es hier in meinem Blumenkreis tatsächlich nur noch darum, Blätter und Blüten, also eigentlich nur noch die Blätter hier so zu verteilen, damit wir den Kreis rund bekommen und damit das irgendwie so gleichmäßig aussieht und so unserer eigenen Ästhetik, unserem eigenen Geschmack im Prinzip entspricht. Ich glaube, das sieht so schon ganz nett aus. Ich könnte hier noch ein kleines Blatt hinmachen. Hier noch. Ja, ich glaube, so hier kann ruhig ein bisschen frei bleiben. Ich glaube, das sieht ganz nett aus. Hier vielleicht noch. Die Blüte hier, diese vierblättrige, habe ich ja mit diesem Inka-Gold gemacht. Und ich werde dann mit dem helleren Gold, dem Luna-Gold, hier so kleine Punkte raufgeben, dass das hier so die Stempel werden. Idealerweise sollte das schon angetrocknet sein, damit man das wirklich gut sehen kann und das nicht zu sehr verläuft. Damit haben wir total schnell und easy, ehrlich gesagt, mit dem Pinsel Blütenblätter geformt, die schön, sage ich mal, elegant angeordnet sind mit einer coolen Farbe, also so ein Gold auf Schwarz, sieht es halt sehr edel aus. Das müssen wir jetzt einmal komplett trocknen lassen, bevor wir jetzt weitermachen können mit unserem Lettering. Mit dem weißen Jelly Roll können wir jetzt in unsere Mitte des Blumenkranzes einen Satz schreiben. Ich werde schreiben, du bist toll. Ein Blumenkranz bietet sich immer sehr, sehr gut dafür an, weil wir hier drin immer eine freie Fläche haben. Die wird einfach für ein cooles Lettering oder für ganz nette Worte einfach nochmal nutzen können. Ihr könnt auch hier wieder natürlich schreiben, was ihr gerne möchtet oder was zu euch am besten passt. Hier, ich schreibe, du bist toll. Werde dafür tatsächlich Faux-Kalligraphie verwenden. Das zeige ich euch gleich, wie ich das mache. Ihr könnt hier auch mit dem Bleistift vorskizzieren. Das mache ich jetzt nicht. Ich werde mich einfach hier so anpassen. Ich habe hier das Lettering tatsächlich. Das gibt mir hier so vor, wie ich zu schreiben habe. Ne? Also ich habe insgesamt drei Wörter insgesamt. Und die werde ich hier untereinander schreiben. Das heißt, du hier oben hin, dann toll in die Mitte und hier, nee, du bist, also bist in die Mitte und toll hier unten hin. Und da kann ich das also eigentlich auch ganz gut freihändig machen mit den drei Wörtern. Und beginne einfach mal mit einer schönen Schreibschrift. So. Und Faux-Kalligraphie bedeutet im Prinzip nichts anderes, dass ich neben meinen Abstrichen, das heißt alle Striche, die nach unten gehen, also die ich nach unten schreibe mit dem Stift, die verdicke ich einfach, dass ich ungefähr, was ist das so, 3 mm neben meinem Strich, der nach unten geht, nochmal einen zweiten Strich zeichne und das dazwischen fülle ich dann mit weißer Farbe aus. So kann das aussehen.
Und damit hat man einfach schon ein sehr schönes, selbstgemachtes Geschenk zu Weihnachten. Ich freue mich, dass ihr zugesehen habt und ich hoffe, da war für euch auch so ein bisschen was dabei. Einfach so Watercolor-Inspirationen für Weihnachten zum Verschenken als Wallart mit so coolen Goldeffekten. Und ansonsten freue ich mich dann aufs nächste Christmas-DIY-Video und sage bis dahin erstmal Tschüss!